Wir könnten auch morgen im Wald Kompass und Nordstern spielen. Dann vergiss deine Mütze nicht. Vergiss du sie lieber nicht. Okay, wer will Eiscreme? Ich! Dann los. Wortlos ging sie nach draußen und begrub das Diadem unter dem jungen Baum. Und mit dem letzten Häufchen Erde nahm sie Abschied von ihrem Diadem und damit auch von ihrem alten Selbst. Jetzt musste die Prinzessin nach vorne sehen und ihren Platz in der Welt finden, in der sie nicht länger eine Prinzessin mit Diadem und schönem Kleid war, sondern eine fahle Frau, allein im tiefen alten Wald. Und so verlor die Prinzessin ihren kostbarsten Schatz und ihren Titel. Ich mag die Geschichte nicht. Die ist ohne Kobolde und total deprimierend. Wir lesen sie nicht nochmal. Ich hab dich lieb, Mom. Ich nicht. Spaß. Hab dich lieb, Mom. Ich euch auch. Schlaft und träumt schön, meine Täubchen. So eine Verschwendung.
Ordnung? Ich dachte, hierher zu kommen würde ein Lebenskapitel abschließen, weißt du? Aber stattdessen graben wir eine elende Prequel-Trilogie aus. Okay. Nein. Soweit lassen wir es nicht wieder kommen. Komm, auf. Mit todlangweiliger Arbeit vergisst man all seine Sorgen. Können wir nicht lieber Kaffee trinken? Nein. Auf die Beine, Soldat. Okay, verschieben wir das Packen und kümmern uns um die Möbel. Wenn wir genug geschafft haben, fahre ich mit dir in die Stadt und kauf dir tonnenweise Eis. Schokominze? 2 Tonnen. Abgemacht. Kobalt heißt behalten, Dollarzeichen heißt spenden oder verkaufen und Mülleimer heißt, naja, Müll. Übrigens habe ich heute Morgen schon das meiste aus dem Badezimmer geräumt, aber die Toilette steht noch. Wie großzügig von dir. Haus. Niemand will davon essen. Was macht das denn hier unten? Ist das Kaugummi? Ah, ich fürchte, das war ich. Kobolde waren hier. Wir kurz eine Wühlmaus hatten. Arme Wühli. Mir ging es echt mies, als wir sie gefunden haben. Gut, dass Marianne wusste, was mit verletzten Wildtieren zu tun ist. Lasagne! Lasagne! Esst erst euren Salat. Danke, Tessa. Du rettest mir das Leben. Oh, mach dir keine Gedanken. Das sind nur Überbleibsel vom Restaurant. Was ist mit Wühli? Sie muss auch was essen. Da hast du recht, Schatz. Sie kann meinen Mais haben. Hier, bitte, kleine Maus. Du musst auch hungrig sein. Scheint, als hätte Tessa damals noch keinen Stock im Arsch gehabt. Ich schätze, es ist Zeit, diese Bilder abzunehmen. Ja. Und was sollen wir mit denen machen? Naja, die meisten davon sind glückliche Erinnerungen. Scheint so. Hier siehst du süß aus. Das bin ich nicht. Naja, schon, aber... Aber nicht wirklich. Verstehe. Es ist schräg, mich wieder so zu sehen. Mann... Dachte nicht, dass mich ein Bild noch so umhauen würde. Hat die Therapie denn geholfen? Oh, ja, definitiv. Meine Therapeutin hat verstanden, dass ich ein Junge bin. Und sie hat mich auf die Reaktion der anderen vorbereitet. Mit anderen klarzukommen war viel schwerer, als mich selbst zu finden. Letztendlich war der Blick in den Spiegel und darin Tyler zu sehen, der größte Unterschied. Deswegen plane ich meine Mastektomie sofort, nachdem wir das Haus verkauft haben. Endlich keinen Binder mehr tragen zu müssen. Gott, das klingt verdammt gut. Ja, total. Damit du es weißt. Ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Egal womit. Danke. Okay. Was ist dein Urteil, Ronan? Weißt du was? Ich behalte ein paar. Als Erinnerung, wie weit wir gekommen sind.
Das hier liebe ich. Ich sehe so sauer aus. Eigentlich habe ich das geliebt. Na, weil Marianne dir eine Kamera ins Gesicht gehalten hat. Komm schon, zeig mir dein Lächeln. Komm schon, Schatz, lächle wie Allison. Halt deinen Fisch hoch. Es ist nicht mehr mein Fisch. Allison hat ihn gestohlen. Meine Schwester, die Fischdiebin. Du hast dich einfach angestellt. Habe ich das? Ja, ich habe nur auf der Veranda geholfen, ihn zu reinigen. Eddie musste dich zwingen zu teilen. Der ist echt eklig. Was ist passiert? Ich habe was verschüttet und das war das Ende von Teepartys im Haus. Hab ihn unter Spielzeug versteckt. Aber das wurde natürlich irgendwann weggeräumt. Guter Schachzug, Ronan. Tja, du hast mein geklautes Ei auf die Couch gelegt und dich draufgesetzt, weil du ein Huhn als Haustier wolltest. Darüber reden wir nicht. Mhm. Zumindest gab's bei mir keine Flecken. Allison, ich hab dich schon dreimal gebeten, den Couchtisch aufzuräumen. Ups, hab's vergessen. Lass dir Zeit. Er wird nicht plötzlich hochspringen und Cha-Cha tanzen. Was ist mit mir? Ich will auch den Fisch putzen. Es ist nicht mal dein Fisch. Du hast nichts gefangen. Oh, nur weil du die ganze Zeit geredet und alle Fische verjagt hast. Pass bitte auf, was du tust. Allison, wenn diese Hälfte fertig ist, kannst du die andere übernehmen. Klingt das fair? Ja. Hast recht. Ich habe mich wirklich angestellt. Okay, ich mach schon sauber. Danke. Währenddessen gucke ich mir die Möbel an. Den Couchtisch willst du sicher behalten. Ja. Ist das okay? Klar. Ich will eigentlich keine Möbel mit nach Denali nehmen. Und wenn ich eine Basis in Juno brauche, hast du ja alle nötigen Möbel. Wie unverbindlich von dir. Okay, ich behalte ihn. Dieser Sessel gefällt mir wirklich. Der würde sich toll neben deinem Baumstumpf-Nachttisch machen. Ich werde der stylischste Mountainman der Welt. Aber ich denke, der würde besser in deine Bibliothek passen. Bibliothek? Wir haben vielleicht nicht mal ein Wohnzimmer. Ich glaube an dich. Vielleicht nach einer gründlichen Reinigung? Und zu guter Letzt, es fällt mir schwer, aber die Sofas wandern alle auf die Deponie. Ganz deiner Meinung. Ich glaube, ich habe ein dauerhaftes Knieproblem vom jahrelangen Anstoßen an den Sofakanten. So, das war's dann im Wohnzimmer. Du bist von deinem Dienst befreit. Hast du vor, das auch mal sein zu lassen? Eine hübsche Vase. Ob meine Pferdefigur wohl noch da drin ist? Steck ruhig deine Hand rein, wenn du willst.
Schäbiger Tisch und wackelige Stühle. Wir könnten gut Geld machen, wenn wir den verkaufen. Und ich werde ohnehin die meiste Zeit auf der Couch essen. Oh, oh Gott, das ist... Was ist das für ein Gestank? Oh, was ist das für ein Gestank? Oh, was stinkt hier so? Riecht wie leckerer Abfall. Ja. Wirklich lecker. Oh, da ist es Stinkehosen-Sam. Stinkehosen-Sam! Kommt schon, Kinder. Sam riecht so, weil er ein Stinktier aus der Scheune gerettet hat. Seid nett. Ein Stinktier? Was habt ihr mit ihm gemacht? Geht's ihm gut? Ha, bestimmt. Es war auf Futtersuche und hat dann festgesteckt. Brauchte nur einen kleinen Schubs auf seinem Weg. Der Stinktierheld. Ich weiß noch, dass er mich damals beeindruckt hat. Und ich wollte auch ein Wildtier-Superheld sein. Antike Geräte, ihr bleibt hier. Obwohl, der Ofen sieht noch ganz okay aus. Nix da. Wir werden den Ofen nicht verschieben. Hey Allison, mach mal eine Pause mit mir. Machst du das Feuer wieder an? Ja, ich koche etwas Wasser. Willst du was trinken? Earl Grey oder Chai? Weder noch. Ich mache mir eine gute alte Tasse Kaffee. Eine große Tasse Aufwachsaft? Papa braucht seinen Treibstoff. Oh, bin ich froh, dass Eddie uns Kaffee besorgt hat. Psst, hast du das gehört? Eiskönig sendet uns eine Warnung. Zur Strafe, sagte der Eiskönig, wirst du aus dem Wald verbannt. Und wenn du vor dem Neumond zurückkehrst, spürst du meinen Zorn in deinem Bauch. Und hörst ihn im Wind! Wusch! Glaubst du wirklich, der Eiskönig würde so etwas tun? Er wirkt zwar bedrohlich, aber er ist immer fair und nie gemein. Oh ja, du hast recht. Vielleicht sagt er den Kobolden, sie sollen ihren Opfern helfen? Tolle Idee, Schatz. Denken wir beim Essen drüber nach. Ich werde hier alles gut verstauen, während ihr euch die Hände wascht. Packst du sie ein, damit sie nicht schmutzig werden? Natürlich, Schatz. Ich finde meine düstere Version immer noch besser. Wir haben so viel Zeit in dieses Buch gesteckt. Ja, wir hatten so viele Zeichnungen und unvollständige Geschichten. Glaubst du, die sind noch in der Küche? Wir sollten nachschauen. Hungrig? Wir haben jede Menge nichts. Ah. Oh. Ich hatte gehofft, du machst mir eines dieser Ketchup-Gurken-Sandwiches. Es tut mir leid, Sir. Die Essiggurken sind leider aus. Wie wär's mit einem Sandwich nur mit Ketchup? Es scheint noch eine Flasche da zu sein. Yeah. Sagt der, der Erdnussbutter mit Ranch-Dressing gegessen hat. So lecker. Hey, Allison, schauen wir uns unsere Zeichnungen an. Allisons erste Entwürfe. Klar. Weil ich nichts dazu beigetragen habe. Komm schon, klar hast du das.
sie das alles aufgehoben hat. Sie ein paar Wochen an den Kühlschrank zu heften, hätte doch auch ausgereicht. Weißt du noch, wie wir immer taten, als wären wir Kobolde? Kam dir jeder Gedanke, dass Marianne vielleicht die Prinzessin in den Geschichten war? Ja. Sie nannte ihr Schlafzimmer das Prinzessinnengemach. Und sie war ganz allein im Wald, in diesem Haus, bis wir kamen. Das war sie. Allein, aber mit ein paar Freunden, die ihr zur Seite standen. Was machst du da? Recherchieren. Also, wenn Marianne die Prinzessin war, wer war dann der ganze Rest? Und jetzt geht's los. Ach, komm schon, mach mit. Er war der Hilfreichste von allen. Er war immer da. Auf der Pirsch? Was? Nein. Ich meine, er war wirklich immer da, lauernd. Fertig? Ach, armer Elch. Das wird ihm nicht gerecht. Schon gerecht. Irgendwie ironisch, was? Weil er die Hand des Gesetzes war? Nur ist das Gesetz nicht wirklich gerecht. Der Elch lehrt die Kobolde. Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald zwei listige Kobolde, die Hunger hatten. Das war nicht ungewöhnlich, denn die Kobolde hatten immer Hunger. Aber an jenem Tag hatten sie besonders großen Hunger. Sie suchten in den Vorratsschränken der klugen Prinzessin nach Essen. Aber sie hatten nur ein paar Nüsse und Beeren. Und etwas getrocknetes Fleisch. Getrockneten Fisch. Die Kobolde nahmen alles und schlangen es schnell hinunter, aber danach hatten sie immer noch Hunger. Auf der Suche nach noch mehr Essbarem gingen sie in den Wald hinaus. Zuerst kamen sie zu dem kleinen Teich. Die große Froschdame schlief gerade und neben dem Teich lag ein Haufen Insekten, die sie gefangen hatte und später fressen wollte. Die Kobolde schlichen sich vorsichtig heran, um die große Froschdame nicht zu wecken. Als sie näher kamen, quakte sie laut auf und sie erstarrten, aber sie schlief weiter. Die Kobolde nahmen die Insekten und schlangen sie schnell hinunter, aber danach hatten sie immer noch Hunger. Als sie wieder in den Wald schlichen, merkten sie, dass der stattliche Elch sie beobachtete. Habt ihr das der großen Froschdame etwa ihr Essen geklaut? Die Kobolde versuchten unschuldig reinzuschauen, aber es gelang ihnen nicht. Sie hat gesagt, dass wir es nehmen können, riefen sie. Ach wirklich? Fragte der Elch. Fragen wir sie doch. Also weckte der Elch die große Froschdame und fragte, hast du den Kobolden erlaubt, deine Vorräte zu essen? Die große Froschdame schaute die Kobolde an, die
wie sie wusste, immer Hunger hatten und nickte. Ja, das habe ich. Wirklich? Fragte der Elch überrascht. Na gut, sagte er, und so musste er die Kobolde gehen lassen. Als nächstes kamen sie zum Fluss. Dort sahen sie, wie der alte Bär mit seinen großen Pfoten einen Lachs fing, der gerade den Fluss hinaufsprang. Er legte ihn zum Trocknen auf einen Stein und ging in den Wald, um Bären zu suchen. Die listigen Kobolde schlichen sich heran, immer auf der Hut, falls der alte Bär zurückkehren würde. Am Stein angekommen, nahmen sie den Lachs und schlangen ihn hinunter. Aber sie hatten immer noch Hunger. Als sie in den Wald zurückschlichen, wartete der stattliche Elch bereits auf sie. Wollt ihr mir etwa erzählen, dass der alte Bär gesagt hat, dass ihr den nehmen könnt? Ja, antworteten Kobolde. In diesem Moment kam der alte Bär auf sie zu und der Elch fragte ihn, hast du den Fisch für die Kobolde liegen gelassen? Der alte Bär schaute die Kobolde an, die, wie er wusste, immer Hunger hatten, und nickte. Ja, hab ich, sagte er. Wirklich? Fragte der Elch. Wirklich, sagte der alte Bär. Als der Elch fort war, sagte der alte Bär zu den Kobolden, Sag der Prinzessin, dass ich nett zu euch war und klaut nie wieder meinen Fisch. Die Kobolde, die immer noch Hunger hatten, suchten nach der nächsten Mahlzeit. Sie schlichen zum Bau des räudigen Bisams und wollten gerade hineinklettern, als jemand sie rückwärts wieder herauszog. Der stattliche Elch hielt sie am Hosenboden fest, sodass sie in der Luft baumelten, und sagte, der räudige Bisam würde euch bestimmt nie erlauben, seine Vorräte zu essen. In seinen Augen seid ihr schließlich schuld daran, dass sein Pelz verschandelt ist. Außerdem hat er kaum genug für sich selbst und teilt nicht gern. Die Kobolde fingen an zu protestieren, aber der Elch schüttelte den Kopf. Er setzte die Kobolde ab und sagte, kommt mit. Die Kobolde folgten dem stattlichen Elch zu einer Stelle am Fluss, an der das Wasser so langsam floss, dass sie sicher darin stehen konnten. Der stattliche Elch gab ihnen je eine Angelschnur und sagte, ich werde euch das Fischen beibringen, damit ihr die Tiere im Wald nicht mehr bestehlen müsst, wenn ihr Hunger habt. Fischen ist harte Arbeit, aber es ist auch ehrliche Arbeit. Die listigen Kobolde hatten nichts gegen harte Arbeit. Sie hatten einfach nur Hunger. Also hörten sie dem Elch zu und zogen bald zappelnde Fische aus dem Fluss. Sie aßen sie auf und waren endlich satt. Und das war die Geschichte, wie der stattliche Elch den listigen Kobolden das Fischen beibrachte. Das ist Tessa, das ist der Chief. Das ist der Betrunkene. Steckst du fest? Ja, das Gesetz ist der Chief. Sie ist der Pelikan im Meer und er ist der Bär. Ja, ich würde sagen, das probieren wir dann gleich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Sven.